Hey Leute, willkommen zurück bei No Man's Sky. Heute aus dem Hauptmenü heraus, denn ich habe jetzt lange überlegt, aber eine Entscheidung getroffen, dass wir einfach einen neuen Spielstand anfangen müssen. Einige Mods hatten einiges verhindert, dass wir bestimmte Sachen auch einfach nicht finden konnten oder machen konnten. Ja, deswegen musste ich die jetzt deinstallieren und wir können auch den Spielstand nicht weiterspielen, weil diese Questline verbuggt ist. Hatte ich mich jetzt eine Weile drüber informiert, ob man das irgendwie wieder rückgängig machen kann. Das geht wohl nicht. Man muss tatsächlich dieser Questline exakt folgen für den Basenbau. Und ein paar Mods hatte ich jetzt, wie gesagt, entfernt. Es sind trotzdem noch einige drin. Ihr wolltet immer mal wissen, mit welchen ich spiele. Das sehen wir dann. Oder ich packe euch die mal in diesem Video in die Videobeschreibung. Und wir müssen leider den Spielstand löschen. Und wir fangen einfach komplett von vorne an. Ist jetzt nicht so schlimm. Ist jetzt nicht so tragisch. Fangen wir einfach nochmal von vorne an. Wird jetzt ein bisschen dauern. Dadurch, dass ich einige Mods gelöscht hatte, musste ich auch den Shader Catch Ordner löschen. Der ist dafür zuständig, die ganzen Assets und so weiter, was man halt im Spiel so sieht, an Bäumen, Pflanzen, halt zu berechnen. Und in der Regel stockt das am Anfang ein bisschen. Okay, jetzt hat es doch relativ schnell geladen. Besser als gedacht. Wunderbar. Jedenfalls muss man den Shader Catch Ordner immer mal löschen, wenn man neue Mods installiert hat oder auch deinstalliert hat, damit einfach alles wieder neu berechnet wird. So, jetzt ist wie gesagt alles aufgeräumt für den neuen Spielstand und legen wir los mit der Initialisierung. Und jetzt wird es wohl auch so sein, dass wir nicht nur auf so schönen Planeten landen, wie wir das in den letzten 4 Folgen gesehen haben. Aber hier sieht es ja erstmal relativ himmlisch aus, möchte ich mal meinen. Ich glaube, ich werde auch einfach von 1 wieder beginnen mit der Nummerierung. Dann können wir das alte komplett hinter uns lassen. Ein paar neue Mods sind dazugekommen. Es gibt ja diese Peitschenpflanzen, die mir immer so sehr auf den Sack gehen. Da gibt es eine Mod, dass die ausgeschaltet werden, beziehungsweise entweder, ich weiß nicht mehr, ob sie jetzt einfach nicht mehr gibt oder ob die halt einfach keinen Schaden mehr machen. Dann hier vorne sehen wir schon diesen Shipwrack, dieses Shipwrack-Signal, das ist jetzt auch neu, da sieht man dann schon von Weitem, wo es abgestürzte Schiffe gibt, das finde ich nicht schlecht und ich glaube, ich muss da einfach bloß die andere Version reinziehen, da gibt es nämlich 2 Versionen, einmal die normale, die ich hier gerade drin habe und einmal die andere Version, in dem das langsam vonstatten geht mit diesem Rausgepulver hier. Gut, wir sind neu gestartet, 10,5 Grad, das sieht recht human alles aus, ne? Na gut. So, wir können natürlich noch nichts machen, wir haben einfach auch nichts weiter dabei, alles wieder auf Anfang. Moment mal, ich kann doch eigentlich für jeden Spielstand den Bonusinhalt einlösen, oder? Da haben wir nämlich direkt ein besseres Schiff erstmal. Machen wir das mal. So, wunderbar. Müssen aber dafür halt trotzdem wieder alles herstellen. Dann hatte ich auch die Mod installiert, die diese Lensflare-Effekte einfach deaktiviert. Allerdings hatte ich dann kein Bild mehr, als ich im Spiel war. Da war alles schwarz. Durch diese Mod, also das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es da noch eine andere gibt. Die war wahrscheinlich einfach nicht mehr aktualisiert. Und ja, deswegen haben wir das trotzdem noch. Ist aber nicht schlimm, wenn ich nicht andauernd so mache, fällt es gar nicht so auf. So. Gut. Liegt hier denn schon ein bisschen was rum? Trümmer. So, diesmal folgen wir aber dem Weg des Atlas. Das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Jetzt nehme ich das einfach mal an, aber ich überspringe die ganzen Sachen. Trotzdem. So, was haben wir hier drüben? Beschädigte Maschine. Ach genau, Nanit. Super. Bisschen Eisen. Atlas Pass V1. Das können wir erstmal alles wieder mitnehmen. Baikin durch. Wir brauchen, glaube ich, auf alle Fälle eine ganze Menge Eisen erstmal für den Anfang. Um Sensor und Visier wieder herzustellen.
Nehmen wir noch ein paar mit. So, den hier noch, würde ich sagen. Und dann sollte es erstmal reichen. Super. Kohlenstoff, Eisen. Super, das Analysevisier ist fertig. Plutonium. So, theoretisch habe ich noch eine Mod installiert, die die Startschub oder die Startkosten reduziert. Normalerweise verbraucht das ja 25% für jeden Start oder 20%, ich glaube 25% für von dem Treibstoff für die Startschubdüsen, und das dürfte jetzt reduziert sein. Schauen wir mal. Da hinten ist ein Fragezeichen, da können wir direkt mal hin. Nichts gefunden in der Abwurfkapsel. Okay. So. Wie gesagt, ich hatte ja so eine Mod installiert, die da vielleicht das ein oder andere einfach verhindert hat. So. Da sind direkt noch ein paar. Nehmen wir erstmal wieder alle Tierchen mit. Vielleicht finden wir hier direkt alle. Ich muss mal rechts unten gucken, wie viele. Na, da ist doch noch eine rot. Wie viele Spezies es hier überhaupt gibt. 3 Spezies. 4 von 6. Ah, okay. ...50 Kohlenstoff brauchen wir. Das dürfte reichen. Kann ich endlich den Scanner benutzen? Jawohl, super. Klasse. Und wir können doch auch schon... Bergbaulaser. Heridium brauchen wir dafür, okay. Den Blitzwerfer können wir dann auch gebrauchen. Ja, also Blitzwerfer und Strahlenintensivierer Sigma bauen wir uns dann auch noch zusammen. Gehen erstmal zu dem Fragezeichen da hinten hin, würde ich sagen. Wäre natürlich super, wenn wir die anderen beiden Spezies hier noch entdecken könnten. Könnten wir direkt ein bisschen Bonus-Credits absahnen. Guck mal, da ist doch zum Beispiel noch eins. 5 von 6, okay, es fehlt bloß noch eine Spezies. Amulett. Oh Gott, hier liegt aber einiges rum, ne? Eine faszinierende Perle. Da hinten waren noch neue Kreaturen. Auch da Richtung Fragezeichen. Ah ja, Scan kann ich auch. Ach genau, den Scanner. Die Scanner-Mod hatte ich auch deaktiviert, die einfach dem Scanner da ein anderes Aussehen verpasst hat. So, bist du da eventuell die letzte Spezies? Eine Spezies übrig? Nein. Das war nicht. Wo ist jetzt das Fragezeichen? Da ist es. So, die Mod Big Things habe ich auch deaktiviert, dass einfach alles so enorm groß wirkt. Das war dann doch ein bisschen zu heftig teilweise. Und manches hat nicht so funktioniert, gerade mit dem Landen. Deswegen hatte ich mich jetzt auch dazu entschlossen, das sieht doch gut aus, auch die zu deaktivieren. So, war das die letzte Spezies? Ja, super. Ha, das wäre klasse. Da haben wir direkt alles. 150.000 Bonus. Cool. Ja, da haben wir direkt mal 170.000 Credits nach nicht mal 10 Minuten. Und ach, guck mal. Eine Baikin-Tafel. Sehr schön. Erinnerung von Ygritrun Reflu. So, das Wissen über die Valkyrien wächst. Wunderbar, Wort für Eindringling gelernt. Huch.
Können ja ruhig noch ein bisschen Eisen für unterwegs einfach mal mitnehmen. Plutonium bräuchten wir halt auch noch. Dann hatte ich ja vorher noch eine Mod drauf, die Bewegungsgeschwindigkeit bzw. die Geschwindigkeit beim Sprinten, also beides, erhöht hat. Aber da gab es halt auch verschiedene Versionen von und ich hatte da gibt es also von Stufe 1 bis Stufe 5 könnte man die Geschwindigkeit erhöhen dann mit der Mod. Und ich hatte Stufe 2, aber das war mir dann doch schon ein bisschen zu schnell. Deswegen habe ich da zurückgerudert, habe ich Stufe 1 genommen und finde es so doch ein bisschen angenehmer. Dann wirkt es weniger hektisch, wenn ich unterwegs bin. So, wir müssen Karitplatten herstellen. Können wir auf alle Fälle eine Menge herstellen. Eisen ist ja genügend da. Wächst ja hier wie auf Bäumen. Aber sonst ist hier unten nichts weiter. Sonst hätte man ja in den Höhlen auch gern mal Plutonium gefunden. Eisen, super. Heridium brauchen wir halt auch noch, ne? Wir müssen, glaube ich, erstmal die Karitplatte herstellen, dann wird mir Heridium angezeigt. Und Zink brauchen wir auch. Also gut, wir brauchen insgesamt 6 Karitplatten. Ausdauersteigerung können wir auch schon bauen. So, die kann ich wieder nicht stapeln, oder? Doch, im Raumschiff werden sie gestapelt. So. Eine dürfte jetzt noch fehlen. 5 haben wir, also dafür 2, dafür 4. Fehlt noch eine. Gehen wir erstmal zum Raumschiff zurück wieder, würde ich sagen. Wir finden direkt noch Zink irgendwo, da ist Plutonium. Ne, Kohlenstoff ist das ja, stimmt. Das war Kohlenstoff. Da drüben liegt auch noch ein bisschen. Das hatte ich anscheinend schon geplündert. Ja doch, von hier sind wir ja dann auch direkt drüber. Wir brauchen noch mehr Plutonium, Heridium und Zink brauchen wir. Theoretisch, naja, es wird langsam Nacht. Müsste mir jetzt Iridium gleich angezeigt werden. Da hinten ist Zink, das ist auch schon mal viel wert. Da gehe ich erstmal in die Richtung. Irgendwo müsste dann so ein Iridium-Klotz rumstehen. Ah ja, da hinten. Okay, super. Das ist dieselbe Richtung. Zink, das brauchen wir, das nehme ich auch sofort wieder mit. Und ein Fragezeichen ist dort auch noch, können wir auch direkt noch hingehen.
Vielleicht finden wir da direkt einen Anzug-Upgrade. Da hinten könnte auch Iridium sein, dieser blaue Klumpen. Ah, scheiße. Lebenserhaltungssysteme bei 50%, okay. Halt, ich wollte scannen. Na gut, nichts Besonderes. Bloß ein Wegpunkt. Mal schauen, was der uns anzeigt. Der scannt jetzt, glaube ich, einmal drüber. Ne? Da hinten ist das Iridium, das ist ein Stückchen weg. Unterschlupf. Da haben wir doch direkt was, wo wir nachher mal hinfliegen können. Lass mal wieder hier raus. Was ist das da drüben? Iridium. Da müssen wir nämlich nicht da hinten hin zu dem anderen. Da können wir direkt hier drüben das mitnehmen. Aber kein Plutonium weiter, ne? Ja, Iridium. 200 brauchen wir. Oder 100. Wie viel? 100 oder 200? Mist, überhitzt. 200. Gut, das sammelt sich ja relativ schnell ein. Das ist okay. Ach komm, ich hatte eigentlich losgelassen, damit ich hier von vorn anfangen kann. So. Dürfen auf alle Fälle genügend dabei haben. Oder? Iridium? Ach, guck mal hier. 250. Machen wir noch einen Stack voll. Im Raumschiff können wir 500 lagern und dann sind wir damit erstmal gut bedient, würde ich sagen. So, 233. 241. Warum springt er immer zum Raumschiff zurück? 243, na komm. So, jetzt war es zu viel. Das war so klar. Gut, wunderbar. Tja, dann können wir zurück. Da hinten ist das Schiff. Noch ein bisschen Zink eventuell. Wie viel Zink haben wir denn eigentlich dabei? 39, das dürfte reichen. 20 brauchen wir bloß. Und dafür bräuchten wir halt das Plutonium. 18%. Da ist noch ein Fragezeichen. Komm, wir gehen direkt nochmal zum Fragezeichen. Das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Ja, wir scheinen hier gerade in der Ecke vom Planeten zu sein, wo es wirklich wenig Plutonium gibt. Da. Och Gottchen. Kleines bisschen bloß. Das ist Zink. Na, daran müssten wir auch denken. Davon, vielleicht ist da eine Energiekapsel drin. Aber ich glaube es nicht, ne? Da ist bloß Eisen oder so drin.
nichts gefunden. Ach, scheiße. Das könnte jetzt zum Problem werden, wenn ich da noch hingehe. Ne, wir müssen erst zum Raumschiff zurück. Sei denn, ich finde Matarmium. Gibt es natürlich genauso selten hier wie Plutonium. Scheiße. Da ist die Tafel, bei der waren wir schon. Oder wir finden halt so einen Energiekanister. Und das hier ist doch auch wieder eine Sache, die ich nicht mitnehmen kann. Ne? Da brauche ich wieder diesen Gefahrguthandschuh für. Gefahrgutschutzhandschuh. Na, bin ja mal gespannt, wann wir den bekommen. Ein bisschen Tamium. Da drüben ist Tamium. Oh, super. Da gehe ich direkt mal hin, weil so lange macht unsere Lebenserhaltung jetzt nicht mehr mit. Das bräuchten wir schon dringend. Super. Klasse, wieder aufgeladen. Ha, Platin. Komme ich hier hoch? Ja. Für die Spitze hier dürfte es gehen. Passt. Da haben wir direkt einen Unterschlupf entdeckt. Das finde ich echt klasse. Müssen wir aber mit dem Raumschiff hin. Wir können auch hinlaufen. Dauert aber halt eine Weile. Aber auf dem Weg dorthin könnten wir auch einiges entdecken. Zumindest war da hinten ja noch irgendwo ein Fragezeichen, was aber jetzt schon wieder weg ist. So, nochmal Tamium. Tamium. Nö. Dafür Kohlenstoff. Steht doch Plutonium rum. So wurde mir das nämlich angezeigt. Ist hier noch mehr? Angeblich nicht. Doch, hier. Direkt am Raumschiff. Scheiße. Na gut, auf alle Fälle hätten wir da erstmal eine ganze Menge Plutonium. Sehr gut. Ach, Gott sei Dank. Direkt mal über 200. Jetzt noch ein kleines bisschen alles mitnehmen. Gut, dann können wir das Raumschiff wenigstens wieder herstellen. Gehe ich direkt mal rein. Ja, super. Wollte ich ja noch bauen. Bergbaugeschwindigkeit plus 10%. Auch nochmal 100 Heridium. Und für den Blitzwerfer bräuchte ich nochmal Eisen. Habe ich kein Eisen mehr? Ist das jetzt alles alle? Tatsächlich. Gut, komm, dann fliegen wir mal noch zu dem... Okay, die Mod wirkt also auch nicht mit dem, dass ich weniger verbrauche für so einen Start. Da muss ich nochmal schauen, weil die 25% finde ich viel zu heftig. Huch. Das war bloß die Steam-Oberfläche. Eigentlich habe ich es ausgeschaltet. Muss nochmal nachher nachschauen. Können wir fliegen noch zum Unterschlupf? Machen wir die erste Folge. In dem Fall halt wieder ein bisschen länger. Stört ja nicht, aber die... Oh, halt, halt, stopp, halt! Das ist halt geil, ne? Sieht man direkt, wo noch ein anderes Raumschiff abgestürzt ist.
Tamio. Das bisschen Tamium hole ich mir noch, dann schauen wir mal zum Schiff runter. Danke. Wurde auf jeder freien Fläche mit den Trophäen toter Kreaturen verziert. Am Steuer sitzt ein Jäger mit Gesichtsmalen. Sein Körper und sein Gesicht sind aufgeschlitzt. Der feuchte Geruch von Blut strömt mir in die Nase, als ich gegen den Brechreiz ankämpfe. Die Blackbox zeigt, dass der Pilot während des Fluges von etwas angegriffen wurde, wobei unklar ist, wovon. Ich könnte das Warnsignal aus dem Cockpit verstärken, wäre dann aber bei einem Angriff verwundbar. Durchsucht das Raumschiff mal nach Lebenszeichen. Eine Schiffstechnologie-Bauplan. Hey, geil. Direkt einen besseren Warp-Antrieb. nein. Ablenkung, Steigerung, Sigma. Brauchen wir nicht, aber sowieso nie kämpfen. Inventar ist voll. Ha, cool. Wie gut ist das? Vielleicht ist das... Oh. Was ist los? 28 Plätze? Ey, das würde ich so wie es ist direkt nochmal eintauschen. Auf alle Fälle, ey. Das nehme ich auf alle Fälle mit. 28 Plätze. Das lasse ich mir nicht entgehen. Gut, jetzt haben wir das zwar hier oben schon aufgefüllt. Da müssen wir halt hier nochmal alles wieder herstellen. Plätze. Achso, das kann ich reparieren für 252.000 Units. Scheiße, so viel Geld habe ich dann doch nicht. Das habe ich nicht gesehen. Da brauche ich Karitplatte, Iridium, nochmal Karitplatte. Auch nochmal die 4. So ein bisschen kann ich ja hier rausbauen. Ne? Ich brauche diese ganzen Sachen nicht hier, was zum Kämpfen benötigt wird, da habe ich eh keinen Bock drauf. Asteroidenbergbau, das brauchen wir. Auch das haue ich weg, da haben wir ja noch ein bisschen Platz dann. Okay, zumindest könnte ich mir für Geld Plätze kaufen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich habe schon gerade gedacht, mal einen Moment, warum ist das rot? Ich brauche nochmal 2 Karitplatten. Kann ich jetzt wahrscheinlich so direkt nicht herstellen. Dafür fehlt wieder das Eisen. Scheiße. So, dann baue ich hier erstmal nochmal ein bisschen Eisen ab. Na gut, immerhin ein großes Schiff mit viel Frachtplatz. Aber das müssen wir uns dann erst freischalten. Ist ja auch nicht schlecht. Dann brauchen wir uns wahrscheinlich jetzt erstmal nach einem neuen Schiff nicht umgucken. Denn Schiffe in der Größenordnung mit so viel Frachtplatz würden so oder so wahrscheinlich ein paar Millionen kosten. Und da haben wir jetzt halt ein Schiff. Da müssen wir uns dann zwar die Frachtplätze freikaufen, aber... Ich denke mal, ein bisschen an Geld kommen werden wir so oder so. So, wir brauchten eine Karitplatte. Ich brauchte noch eine Karitplatte. Iridium 250, da können wir schon mal den Impulsantrieb wiederherstellen, oder? Wieso?
Warum? Warum der das nicht direkt stuck, ist mir auch ein absolutes Rätsel. Ist egal, erstmal die Startschubdüsen hergestellt. Und Iridium 250 und da bräuchten wir insgesamt nochmal 5 Karitplatten. Die kriege ich nicht zusammen, oder? Ich glaube, ich habe das Eisen genau aufgebraucht. Wir haben gar kein Eisen mehr. Bräuchten noch 200 Eisen. Zwei Brocken noch, dürfte reichen. Ja, und der letzte. Dann können wir zumindest die Karitplatten noch herstellen. So. Dann hätten wir 5 Karitplatten drin. Das reicht. 250 Iridium brauchen wir noch. Okay, wir brauchen sogar noch mehr Iridium für dann den Impulsantrieb. Den könnten wir zwar schon wieder herstellen, aber ich möchte erstmal das Schild herstellen. Dafür brauchen wir halt Iridium nochmal. Zusätzlich. Warum stacken die denn nicht? Muss ich die echt zurückbewegen? Dann wieder hin und dann... Schildsplitter und Schildplatte. Ach so. Ach. Okay, gut. Das, ja, hatte ich irgendwie übersehen. Na fein. Ja, gut. Machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Für die erste Folge nochmal. Haben wir einfach neu angefangen. Ist jetzt nicht so tragisch, wie ich finde. Und ja, schöner Planet. Mal schauen, wohin uns die Reise führt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schönen Tag noch und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.